Was ist mit dem, der zuhört? Auch die Person, die zuhört, wenn über jemanden gelästert wird, auch er ist Teilhaber an der Lästerei. Und er kann sich vor dieser Sünde oder Schuld nur dann befreien, wenn er dies unterbindet, also mit seiner Zunge, wenn er ihn stoppt. Wenn er das nicht kann, weil er sich fürchtet, also fürchtet im Sinne, dass wenn er weiß, wenn ich dies mache, kann dadurch etwas, ein Nachteil für mich entstehen. Beispielsweise, wenn er bei einem Tyrann ist, ja, und er weiß, wenn ich hier bei ihm jetzt was sage, dann wird er mich aufhängen oder derartiges. Da ist natürlich nicht verpflichtend, dass er was sagt, oder? Nicht verpflichtend. Oder er weiß, wenn ich hier gegen spreche, wird man mich in den Knast stecken. Oder man wird mir ein Bußgeld aufhängen. Oder man wird mich verschlagen hier. All diese Sachen sind Entschuldigungsgründe. Wenn er das nicht kann, dann soll er aufstehen und weggehen. Wenn er das auch nicht kann, dann soll er versuchen, das Gespräch zu wechseln. Erst wenn er etwas davon macht, kann er verschont werden. Ansonsten ist er Teilhaber.